Hallo, liebe Freunde, und mit diesen einleitenden Worten, die ihr leider gar nicht hören konntet, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Kommentar. Heute ausnahmsweise ohne Ton. Einfach nur aus Gründen der Convenience, sag ich mal, für euch. Ich kommentiere ja schon, was ich jetzt hier gerade im O-Ton, sprich also auf Englisch, höre. Und wir sind bei der WWDC 2016 im Bill Graham Civic Auditorium, glaube ich, irgendwie so. Und wir beschäftigen uns, wie gerade so schön gesehen, mit allen vier Betriebssystemen, die Apple aktuell für uns zu bieten hat. Ich möchte das Ganze unterteilen in ein paar kleine Videos. Und den ersten Part dieses Videos wird watchOS übernehmen für die Interessierten unter euch, die eine Apple Watch besitzen. Mit ein bisschen Glück kriegen wir eventuell sogar, aber das glauben wir jetzt mal einfach erstmal nicht, eine Apple Watch 2 heute zu sehen oder generell irgendeinen Hardware-Launch. Neue MacBooks oder was weiß ich, iPhones und so weiter sind natürlich erstmal aufgehoben für das nächste September-Event. Also auch nicht mehr so weit weg, aber definitiv nichts für heute. Und hier sehen wir jetzt kleine Demonstrationen von Belgien, Italien, das Spiel dauert aber noch ein bisschen. von watchOS 2. Mitten während der EM aktuell spielt, kann ich auch mal kurz sagen, Schweden gegen Irland. Und zur Halbzeit steht es 0-0. So, und da ist also die Vorstellung von watchOS 3. Das ist also schon das dritte große Upgrade. Hey, Multitasking für watchOS. Das Bild ist, glaube ich, selbsterklärend. Das kennen die iOS-User jetzt dann doch schon etwas länger. Bedeutend schneller soll es sich jetzt also verhalten. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich bin ganz ehrlich, ich muss mich da ein bisschen außen vor halten. Ich habe schon das eine oder andere Mal eine Apple Watch gesehen und auch mal probeweise getragen, besitze aber keine eigene. Von daher habe ich jetzt noch nicht so viel Zeit gehabt, mich mit watchOS im Allgemeinen auseinanderzusetzen. tvOS bin ich mittlerweile stolzer Besitzer und auch regelmäßiger User an zwei unterschiedlichen Apple TV-Geräten. Beides natürlich allerdings vierte Generation. Und bin da wirklich sehr begeistert. Eventuell wird es dazu ein paar Videos in Zukunft noch zu geben zum Thema Lieblings-Apps, auch die Streaming-Angebote jetzt passend zur EM. Und jetzt stellt er uns hier gerade die Reply-Options, also die Antwortmöglichkeiten vor, wenn wir eine iMessage auf der Apple Watch lesen und da natürlich nicht großartig eine Textnachricht eingeben wollen. Oh, okay. Also da muss ich mal sagen, ja, das sieht alles ganz cool aus. Aber selbst für diese Art von, ja, ist ja nicht mal kommunizieren, sondern schreiben. Es ist ja einfach nur schreiben. Ist ja nicht mal tippen, weil man schreibt ja tatsächlich mit dem Finger. Und selbst dafür muss ich sagen, ist mir der Bildschirm fast ein bisschen zu klein. Oh! Fancy Upgrade. Mickey kriegt jetzt auch endlich seine Mini wieder an die Seite. Natürlich. Die modebewusste Frau Minnie Maus. Also, um nochmal kurz zu der Erklärung mit dieser Miniserie zurückzukommen, ich werde das Video mehr oder minder kurz und wenig angekündigt schneiden und sagen, okay, das war Part 1 und jetzt gehen wir rüber zu tvOS, iOS, OS X, vielleicht auch Mac OS. So stelle ich mir das Ganze hervor. Und ja, dementsprechend bekommt ihr kürzere Videos, die sich auf den Content beschränken, der euch interessiert. Ich habe euch schon den ganzen, naja, leider gar nicht mal so unterhaltsamen Welcome Talk ausgespart. Es gab eine Schweigeminute, selbstverständlich, wer es gesehen hat, wegen
der Opfer und dem, ja, ich möchte gar nicht Anschlag sagen, aber doch wegen der Schießerei im Nachtclub in Orlando vorgestern, gestern, vorgestern, vorgestern. Katastrophales Ereignis, eigentlich blödes Thema, da jetzt nochmal drüber zu sprechen, aber wie gesagt, es gab eine Schweigeminute für die insgesamt, ich glaube, fast über 100 Betroffenen und definitiv 2 oder 53 Toten. Und mehr ist noch nicht passiert. Also da gab es dann doch schon Schlimmeres an Willkommensreden von Tim Cook. Aber jetzt hier bei der 27. WWDC, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Jetzt sehen wir hier schön auf der linken Bildseite auch gleich das nötige bisschen Hands-on-Review dazu. Was ich jetzt insofern interessant finde, ist, wie schnell sich watchOS quasi über 1, 2 und 3 jetzt schon entwickelt hat. Also immer in vollen Versionssprüngen, auch mit durchaus nennenswerten neuen Funktionen, ohne dass sich die Hardware geändert hat, ne? Deswegen erwarten ja sehr viele eine neue Apple Watch. Wie sieht es mit der Prozessorleistung aus? Hat man die damals wirklich so weitsichtig ja, konstruiert oder programmiert, beziehungsweise einfach nur gewählt? Und allem Anschein nach ja, wahrscheinlich war das erste watchOS nur einfach für Apple-Verhältnisse viel zu ineffizient. Ne? Find my friends brauche ich definitiv auf der Apple Watch. Reminders ist natürlich immer ganz nett. Die Erinnerungen-App, die benutze ich sogar mittlerweile ab und zu mal. Also zwar nur auf dem iPhone, aber. Ah, Bucketlist. Tada, ding. Sehr schön. Ja, ganz kurz, jetzt hat man sie hier gerade eingeblendet gesehen. Konnte euch jetzt natürlich nichts sagen, aber was ich echt krass fand, es sind ja immer Entwickler eingeladen, logischerweise, eigentlich der ganze Raum voller Entwickler, aber es gab wieder Stipendien für junge Entwickler, sehr, sehr viele unter 18-Jährige dabei und die jüngste Entwicklerin im Raum ist 9. Also auf den ersten Blick würde ich mal sagen, könnte natürlich auch Amerikanerin sein, aber ich würde ihr fast ohne da irgendwelche ne, rassistischen Äußerungen oder ähnliches provozieren zu wollen, das ist, glaube ich, hoffentlich selbsterklärend, würde ihr allerdings indische Wurzeln attestieren. Und trotz allem, ohne irgendwas gesehen zu haben, kann ich nur jetzt schon sagen, sie wurde ja immerhin eingeladen, also sie muss ja schon irgendwas geleistet haben. Respekt hoch 10, ja, also mit 9. Gut, das ist halt unsere heutige Zeit, aber mit 9 habe ich noch ganz andere Sachen gemacht, als selber Apps zu entwickeln. Und auch wenn die Technologie schon so weit gewesen wäre, wenn ich mich jetzt hier so umsehe an Schulen oder auch mal vielleicht bei jüngeren Geschwistern von Freunden oder sowas, da ist auch im etwas wahrscheinlicheren Alter, 12 bis 15, einiges dabei, wo ich nicht das Gefühl habe, dass da die großen Entwickler demnächst raus werden. Oh, sie. What? Scribble, scribble. Ganz klar. Ba, dien. Oder 8 o'clock. Ja, wusste ich natürlich nicht. So, was hat er jetzt noch zu erzählen? Also so viel, gut, Scribble haben wir jetzt gesehen, ne? Multitasking mit Sicherheit für die meisten von euch ganz interessant. Oh, gibt es noch Änderungen zu Siri? Sieht ja zumindest in dem Screenshot so aus, wäre vielleicht mal ganz interessant. Oh, SOS. Ah, ein Note-Button. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, warum es die nicht einfach gibt. Ja, sehr gut. Okay. Also, wir können jetzt hier Notfall-Calls machen, Emergency-Calls, über diesen Button dort unten,
wenn man ihn einfach gedrückt hält, entweder über Cellular, also über das normale Telefonnetzwerk, wenn wir mit dem iPhone verbunden sind, aber wenn wir irgendwo im Wi-Fi sind, was weiß ich, unterwegs bei Starbucks oder sowas, ist ja in Amerika, gibt es ja fast überall mittlerweile Free Wi-Fi. Das habe ich ja 2013 schon mitgekriegt, als ich mal 4 Wochen dort im Urlaub war. Oder aber natürlich zu Hause, dann auch vollkommen ohne eine Verbindung zu eurem iPhone oder iPad oder was auch immer. Das ist also auch mal ganz nice, haben wir jetzt hier gerade gesehen. Den Medical Pass, den es ja in der Health App gibt, kann man da auch aufrufen. Und das ist mit Sicherheit eine relativ praktische Funktion. Die kennt man auch schon von so kleinen Armbändern bei älteren Leuten. Die Krankenkassen geben die gerne mal raus. Und die haben dann auch immer so einen einzigen roten Button. Da kann man auch nichts verkehrt machen. Ne? Hier müsste man jetzt natürlich noch wissen, wo die Funktion genau ist. Aber ich denke mal, das ist vielleicht für Interessierte auch einfach eine der ersten Sachen, die man irgendwann vielleicht sogar eher unabsichtlich herausfindet. Ne? Wenn man den Kopf mal ein bisschen zu lange gedrückt hält. Und jetzt kommt die Activity-App, die wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken sollen, scheinbar. Hoppala, was ist mit deiner Stimme los? Entschuldigung, ihr hört jetzt natürlich nichts, aber ich hoffe mal, ihr seht mir das nach. Also, wie gesagt, in ein paar Tagen wird die Keynote natürlich sowieso wieder mit deutschem Untertitel vollständig auf der Apple Homepage für euch zu sehen sein, wahrscheinlich schon im Laufe der heutigen Nacht, also im Laufe des restlichen amerikanischen Tages, wird sie schon hochgeladen sein auf der Homepage, aber für unser eins wird die Übersetzung dann noch ein, 2 Tage dauern. Und jetzt gibt es hier also Activity Sharing. Das hat dann in meinen Augen einfach nur wieder was, nehme ich mal an, mit Socializing zu tun. So, hey, so wie Runtastic, ne? Ihr shared also geile Scheiße. Ich bin gerade 3 Kilometer gelaufen. Könnt euch auch angucken, wie viel eure Freunde gelaufen sind oder Kalorien sie verbrannt haben. Das sind also alles jetzt. Jetzt kommt's. Okay. Ach so, okay. Also es gibt eine Kommunikationsmöglichkeit oder eine Quick-Message-Funktion innerhalb der Activity-App jetzt in Anbindung an dieses Activity-Sharing. Ne? Ihr könnt also, wie ihr hier seht, so Kommentare abgeben. Alles, wie man, wie gesagt, schon von Runtastic seit ein paar Jahren kennt. You're going down. Am besten schickt ihr das so über die Apple Watch. Neben oder einfach zu eurem Joggingpartner, ja, der so 10 Meter hinter euch läuft. You're going down, bitch. Wow, die Stimme ist echt awkward, Leute. Also den. Was? Wheelchair-Users? Was kommt denn jetzt? Okay. Also, Apple Watch ab jetzt, ja nicht ab jetzt, das ging natürlich schon immer, aber eine Verbindung der Activity-App für Rollstuhlfahrer. So, sorry für den kurzen Cut, ich musste jetzt mal echt einmal konzentriert zuhören, weil das ist natürlich jetzt nicht so wirklich meine Liga. Aber es gibt also quasi eine rein inhaltlich basierte Anpassung tatsächlich der Activity-App für Rollstuhlfahrer, wie wir es hier gerade gesehen haben, aus Time to Stand Up wird Time to Roll. Finde ich ja schon mal eine nette Anmerkung eigentlich. Ne? Erinnert mich jetzt gerade, sorry, aber so ein bisschen irgendwie an Kristall. Ne? Da war das. Kann ich das auch mal probieren? Ich meine, klar, ich meine, das heißt Stand Up, aber probier's. Ne? Naja, so. Breathe, eine brandneue App für watchOS 3. Ihr könnt wahrscheinlich schon anhand seiner Körpersprache sehen, worum es bei Breathe geht. Atmen. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, finde deine innere Mitte. Jetzt bin ich ja gespannt, wie uns eine
Apple Watch App auf einem 2 Zoll Display dabei, ach nicht mal 2, ne, dabei helfen soll, tiefenentspannt natürlich runterzukommen und einen vernünftigen Atemrhythmus zu finden. Alter, bevor du es vergisst, atmen. Sieht sinnvoll aus. Naja, meinetwegen. Das heißt also, die App rechnet euch quasi vor, wie ihr beim wieder runterkommen entspannt atmen sollt und gibt euch das Ganze entweder visuell, ne, durch diese Animation auf dem Bildschirm vor, oder aber, wenn ihr, hat er gerade so schön angemerkt, dabei lieber, um wirklich abzuschalten, die Augen zumachen wollt, dann kann die Taptic Engine das übernehmen und gibt euch durch leichte Claps quasi vor ein und ausatmen. Klingt spannender als es ist. Ich hoffe, ich meine, ihr merkt selbst, das wird, denke ich mal, in den anderen Videos gleich ein bisschen aktiver alles, aber ich bin nun mal leider Gottes noch nicht genug drin. Vielleicht ändert sich das dieses Jahr noch, vielleicht auch nicht. Ich warte lieben gerne auf jeden Fall noch auf wenigstens auf die Apple Watch 2 oder wie auch immer sie dann heißen wird. Noch bin ich mit dem aktuellen Modell nicht so riesig zufrieden, aber so wie es aussieht, sind wir jetzt auch mit diesem Teil des Videos erstmal durch. Gut, Apple Pay, da muss ich jetzt nicht viel zu sagen, das haben wir leider eh noch nicht. Apple Pay ist jetzt allerdings wohl in mehrere Apps mit eingebaut. Da hoffen wir eher erstmal auf eine generelle deutsche Implementation. Kann noch ein bisschen dauern. Yay, Game Center! Schreibt mal bitte in die Kommentare, da es ja jetzt mehrere kleine Videos werden, habe ich ja gesagt. Wer spielt wirklich auf seiner Apple Watch? Also macht ihr das? Findet ihr das irgendwie unterhaltsam? Sitzt ihr so im Zug und so, spielt mit eurem Handgelenk, finde ich. Also besser so als nicht. Würde mich wirklich mal interessieren, was sagt ihr generell zu watchOS 3? War da jetzt, habe ich da jetzt was übersehen? Würdet ihr jetzt sagen, okay, abgesehen von Multitasking, wie gesagt, ne, war da jetzt für euch was dabei? So, boah, geil, endlich mal, ja. Betreffen euch vielleicht diese Rollstuhl-Features? Ne, gerne. Lass, kann ich, möchte ich auch gerne mal drüber diskutieren. Und damit sage ich jetzt erstmal wieder. Danke fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall bei den restlichen Videos der Serie ein. Wird halt so eine kleine Miniserie heute. Und ich denke mal, als nächstes kümmern wir uns um tvOS und ich sag bis gleich.